Das ist mega scheiße. Weil mir der Rechner abgeschmiert ist. Hervorragend. Das ist Sina. Und ich... hab die anderen jetzt verloren. Irgendwie ist mir das Spiel gerade abgeschmiert. Weiß der Geier warum. Das war mega doof. Aber die Gelegenheit habe ich genutzt und mir was zu trinken geholt. Da habe ich meine Zelda geholt. Damit ich nicht so viel machen muss. Hoffe ich. Also ansonsten gibt es einen kleinen... Und dann haben wir das Ganze schnell ausgetrüffelt. Ausgetrüffelt, ja genau. Ausgetrunken. Da. Kiana Mondschatten. So. Ich bin ganz Ohr. Jetzt haben wir dich als Anhänger, ne? Ja. Ich habe meinen größten Respekt, Kommandant. Ich folge euch blind. Nee, lieber gucken. Sonst rennst du mir nachher noch gegen die Wand. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Oh Gott, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Benutzt den Befehltisch, um Kiana Mondschatten auf eine Mission zu schicken. Wir sind hier nicht die Monster. Die anderen sind auch keine Monster. Tod und Verderben! Easy, kriegen wir hin. Oh, die Zelda hat viel zu viel Kohlensäure. Puh. Ich hoffe, dass ich nicht ins Mikro rüpsen muss. Das ist nämlich immer sehr, sehr unangenehm für mich. Und nicht sehr, sehr schön zu hören für euch. So, dich ziehen wir hier rein. Mission starten. So, was soll sie überhaupt tun? Ich habe mir das eigentlich nie wirklich durchgelesen. Ich habe die immer einfach reingezogen, so nach dem Motto, shit happens. Lass mal machen. Verderbte Bestien suchen den verfluchten Waldheim. Die Schwachen von Sternfall ersuchen um Hilfe dabei. Die armen Kreaturen von ihrem Land zu erlösen. Njam, njam, njam. Vertrag mit Bruma Sturmstein. Ja, passt schon. So. Das ist in einer halben Stunde fertig. Hier könnt ihr euren Fortschritt eurer Mission erblicken. Okay, das klicken wir weg. Dann werden wir nochmal mit Leutnant sprechen gleich. Klicken, um Missionsdetail anzuschauen. Missionsbelohnung, okay. Verzeihung. So, jetzt wollen wir nochmal tatsächlich ein Schlückchen so viel. Ah, Zelda ist total lecker. So. Seid gegrüßt. Quest beenden. Gesicherte Stellung. So, bin unterwegs. So, okay. Ich finde das immer sehr, sehr schön, dass die auch richtig rauslaufen und nicht sich irgendwie rausgeportet sind oder so. Okay, ab einem gewissen Grad verschwinden die, aber ist trotzdem sehr, sehr schön anzusehen. Nachricht von der Front. Sprecht mit Surr. Was? Surrz? 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 Geht mit dem Licht. Komm schon, Dalli, Dalli! Es geht ohne die Bäuche zu füllen! Stress mich nicht, Alter! Ich weiß nicht, welche Quest Harrison Jones hat. Irel! Unsere Stunde. Mit Samara. In Embari. Das machen wir nachher. Das mache ich später, weil die haut mir sonst ab. Das kenne ich schon. Jo! Ihr habt den Kommandanten gehört! Abmarsch! 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 Ah, der Kleine ist hier der Vorarbeiter. Ihr werdet feststellen, dass die Allianz voller Überraschungen steckt, Exarch. Das ist der Kommandant, von dem ich sprach. Kommandant, ihr habt eine beeindruckende Garnison aufgebaut. Ich warte nur darauf, eure Männer in Aktion zu sehen. Vielen, vielen Dank. Wir eskortieren diesen Konvoi und treffen euch in Elodor. Elodor. Warte mal, wollte sie nicht auch? Wir müssen zusammenhalten. Nee, das war Embari. Hab ich glatt verwechselt. Okay. Hat nur Vorteile, wenn man zu Fuß läuft. Haha, nicht.
So, ich bin gespannt, wie das funktioniert mit dem erweiterten Berufen. Weil ich habe ja Lederverarbeitung und Kirschnerei. Bei dem Druiden habe ich das gehabt. Da brauchte ich einfach nur, wie heißt das jetzt? Das Unkraut rupfen. Und dann war die Sache erledigt. Voll eine Spieleranzahl. Ach so. Böser Elefanto. Aber ich glaube, die habe ich die schon mal gemacht. Schaffe ich die schon? Empfohlene Spieleranzahl ist ja 3. Aber in der Theorie bin ich ja 2. Ich muss näher ran. So, wollen wir ausprobieren. Hop oder top? Entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Wenn nicht, wird mich auch nicht stören, dann weiß ich fürs nächste Mal, ich tue es nicht. Prächtiges Fell, ich kann die tatsächlich nicht. Muss ich hier jetzt echt erst wie heißt das jetzt? Ein Lehrer aufsuchen oder so? Aber ich glaube, die nächsten Lehrer sind erst alle in Ashram. Ist doch, glaube ich, so. Ashram? Ja, glaube schon. Ich glaube zu wissen, dass das Ashram hieß. So, ich werde es bereuen, aber ich mache es trotzdem. So. Immer so. Nicht verängstigen. Wir werden es schaffen, mein Night Terror. Irgendwie. Kann ich noch nicht wirken. Irgendwie gehen wir hier gleich mega kapeister. Ich habe den Propper etwas unterschätzt. So. Du sollst mich nicht verängstigen. Ich selber habe keine Angst vor dir. Das lädt immer noch auf. So. Hopp. Das ging ja relativ zackig. Wieso bin ich nackt? Okay. Der ist tankiger, als ich in Erinnerung habe. Aber zum Glück kann ich relativ schnell wiederbeleben. So, zum Glück. Was würde mein Bruder sagen? Nicht stehen bleiben, laufen! Es kommt noch so ein. So. Ich verreck hier tatsächlich gleich. Das ist nicht sehr geil. Wo ist mein... Wieso habe ich 3 Tiger? Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich doch nur meinen Fuchs und... Wieso habe ich jetzt meinen Fuchs? Lol. Kann ich den jetzt... Oh, den kann ich kirschnern. Das ist ja sehr cool. Handwerksmaterial. Okay, warte. Ah. Jetzt kann ich. Das finde ich ja sehr cool. Das finde ich sehr, sehr gut. Njam, njam. Der Smoothie schmeckt richtig gut, den ich selber gemacht habe. Das ist mega lecker. Aber ich muss trotzdem erstmal nach Tela. Ja.
Na, ist bestimmt der Frosch, der mich angreifen will. Ich habe dieses Talent, mich in irgendeine Scheiße reinzureiten. Ja, irgendwie habe ich die ganze Zeit einen Frosch im Hals. Das ist richtig ätzend. Stirb, Wolf. So. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das schaffen wir. Prächtiges Fell. Ach ja, ich war noch gar nicht bei der Post. Ich habe ja meine ganzen anderen Sachen noch gar nicht bekommen. Total vergessen. Oh, da ist Imbari. Ups. Macht nichts. Lauf ich nachher zweimal. Pech. Es kommt, wenn man nicht hören kann, sondern fühlen muss. Das ist irgendwie leer. Imbari. Aber ich fühle eigentlich gar nicht nach Imbari. Gott, ich kann mich nur entschuldigen für dieses Geräusper. Irgendwie wird das einfach nicht besser, das nervt. Na, spökern wir hier schon wieder ab? Das hatte ich noch nie bei einem Let's Play, dass mir das Spiel abgeschmiert ist. Also WoW jedenfalls. Irgendwie renne ich hier gerade ein bisschen verwirrt durch die Welt. Wo ist denn der jetzt? Da! Einmal quer durchs Beet. Querfeldeinlauf, passt schon. Grüße. Nur nicht unterkriegen lassen. Nein, ich doch nicht. So, und jetzt wollen wir nach Tela, sollten wir. Nach Tela. Können wir nicht sowas wie einen direkten Weg nehmen oder so? Ich mach das so. Hier unten passt das, glaube ich, gerade sowieso ganz gut. Baumhain? Okay. Sieht auch so bäumchenmäßig aus. Also mir gefällt das gut. Vor allem jetzt hier noch mit meinem Nachtsäbler. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hoch. Mit dem Bett. Der Quest. Ja, da wollen wir ja mal gucken gehen hier. Die hat mich ja jetzt neugierig gemacht. Oh, Ashley. Wo kommt ihr her? Ashley, wenn ich mit dir einen Haustierkampf mache, verliere ich mega. Ach, YOLO. Komm, deine Viecher sind über 300. Keine Angst vor euch. Ja, ich aber. Ich habe aber Angst vor dir. Die sind alle 25 und ich habe gerade mal ein Level 12er Jungbär. Und eine, ich glaube Level 12, ja siehst du, 12er Ratte. Du one-hittest mich hier doch. Ich hab keine Chance. Warum habe ich das getan? Oh, und der 14er Kakerlake. Warum sagst du oh nein? Du kannst dich doch freuen. Ich verliere hier doch. Ich verliere hier gegen ein kleines Kind. Die hat gecheatete Haustiere. Darauf muss ich jetzt erstmal einen Smoothie trinken. Aber das war mir klar, dass ich das nicht packe. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Kriege ich den wenigstens tot? Das wäre ja mal ein Teilerfolg gewesen.
Nee, besiege Ashley. Ich glaube, das brechen wir lieber ab. Das packe ich im Leben nicht. Nee. Dann wurde nix. Aber gleich dich muss ich mal. Nehme ich dich mit? Ich finde euch mega toll. Welches Level sind die? Ich glaube, dich will ich am liebsten haben. Aber kann ich, glaube ich, noch nicht. Kann ich euch schon mitnehmen? Ja. Oh. Ja, weiß ich. Aber ich kann. Das ist sehr schön. So. Ich wollte gerade sagen, freigeben. Und dich kann ich nicht sehen, weil ist so. Na super. Hä? War ich zu schnell? Ja. War ich. Ja. Jetzt nehme ich dich mit. Easy. Passt. Du Hirsch. Muss mir nochmal einen Namen für dich überlegen. So. Jetzt habe ich dich mitgenommen. Jetzt habe ich so ein Himbeerkörnchen. Aua. Oha, da war Mama Hirsch. Gut, dass sie mich nicht erwischt hat. Hallo? Ja, Kommandant? Ich bin da. Und es geht Schuhe. Findet Marat. Ne, verschollenen Arbeiter. Wird gemacht. Sucht im Nordwesten. Ich folge euch. Ja, komm mit. Put. Und hier wieder zurück? Ja, tatsächlich. Pium. Mit Marat? Ich glaub schon. Irgendwo. Ha. Passt schon. Irgendwie. Ha. Ein Pandaren. Hinterhalt. Schattenmond-Orks. Sie kommen zurück. Uns den Rest geben. Es ist aussichtslos. Wir sind bloß Bauern und haben nicht einmal Waffen. Kleingläubige. Gebt mir eure Sichel. Ich zeige euch, was mit dem Licht möglich ist. Oh, einmal durchbuffen. Klingt gut. So. Aber ich bin hier anscheinend nicht alleine. Ich habe hier noch einen Kollegen. Wer bist denn du? Scheint ein Priester zu sein. Ich kann das einfach nicht sehen. Geht jetzt. Ich bilde die Nachhut. Hier entlang, Kommandant. Okay. Ich dich folgen tun, Marat. Die finde ich total sympathisch. Es ist eine Freude, Exarch Akama in Aktion zu sehen. Exarch. Achtung, da kommen sie. Noch mehr. Hätte ich ja gar nicht auf mein Reittier brauchen. So. Passt schon, jetzt werden die alle geschnetzelt. Pass mich nicht an. Geh weg. Ja. Jetzt wirst du umgenietet. Ja. Hier entlang. Ich kenne diese Hügel gut. Ich auch und ich verlaufe mich trotzdem. Ich hatte auch mal einen Pandaren. Tynia hieß sie, glaube ich. Noch ein Angriff.
Die halten uns wohl für leichte Beute. Easy. Warum nicht? Aber irgendwie wollte ich dann doch kein Pandaren mehr spielen. Deswegen ist sie gleich gefördert. Greif doch mal an hier. So. So wenig Fokus? Mautz! Ja. Das wird klappen hier. Wir sind fast da. Aber nur fast. Aber nur fast. Sind wir bald da? Vielleicht. Sind wir da? Ja, wir sind da. Nee. Das sagst du nicht zu deinem Kommandant. Unsere Mauern sind uneinnehmbar. Exarch Akama, diese Angriffe sind erst der Anfang. Die Orks wären wahnsinnig, unsere befestigten Städte anzugreifen. Ein Volk könnte so viel mehr sein. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Der Schutz ist was... Bringt mich zum Exarchenrat. Ach nee, ich sollte dem anderen Typen hinterherlaufen. Da hinten. Verschwende nicht meine Zeit. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hä? Was zum Henker soll ich tun? Was ist damit? Muss ich jetzt hier erstmal zu dir laufen? Das Problem hatte ich letztes Mal auch schon. Ah, okay. So. Das Problem hatte ich... Unsere Heimat Wissenschaft, Magie und Technologie 1. Was für Wunder wir vollbringen konnten. Jetzt habe ich nur Ersatzteile und notdürftig zusammengeflickte primitive Materialien. Ist dann leider so. Ist dann halt Pech. Hoi! Kann nicht jeder. Boah. So, jetzt kommt der letzte. Nehmen wir den von der Seite. Passt schon. Flipp. War ja klar. Eben mit einem schönen fetten Salto und jetzt kommst du nicht mal hier über so ein wie sagt man das? Über einen Stein. Sehr, sehr spektakulär. Ich sollte hier rein. Gerne. Oh, ich mag die Farben immer so gerne. Tötet 8 Räuber. Okay. Wie schnell das gehen kann. Einfach mal so ein paar Räuberchen. So. Lup. Ohne Moos nichts los. Ohne Moos nichts los. Jetzt mach schon. Ja.
Hat. Sollen sie doch heranlassen? Seid ihr irre? Nee, lieber nicht. Und das kriegen wir schon hin hier. Passt schon. So. So. Folgt zu. Wir müssen anderswo Opfer für Ner'zhul finden. Erste Hilfe für Draenor. Das klang gut. Oh mein. Mein Kamerad ist verstorben. Wie ist denn das passiert? Mega schnell wiederbeleben. Ich hatte doch neue Schuhe. So, jetzt erstmal schnell erste Hilfe lernen. Wo ich den Kram nachher vergesse. Sehr schön. So. Quest beendet. Und jetzt sollte es eigentlich. Bringt es zu Fall. Was geht hier vor sich? Der ganze Pilzwald ist in Aufruhr. Ach, mich doch nicht. Bleibt in eurem Sumpf, Rangari. Ich habe hier alles im Griff. Habt ihr etwa wieder Resonanzkristalle in den Boden getrieben? Ihr macht die Kreaturen der Erde wahnsinnig. Wann werdet ihr verstehen, dass diese Welt völlig anders ist als Argus? Ja, los, los, diskutiert weiter. Ich höre fasziniert zu. So, und weiter. Verteidiger Marat. Weg, extra. Ach, da oben. Dann geht's halt weiter. So. Das sieht hier irgendwie total schön aus. Ich mag das. Zwar ein bisschen düsterer wie in Pandaria. Da ist ja alles so, so hauptsächlich leuchtend und grell. Aber dennoch sehr, sehr schön. Hallo. Guten Tag. Habt doch was? Unsere Macht ist erhaben. Eines Tages werden wir die Pracht von Argus neu erschaffen. Ich gehe auf die Suche nach den Exarchen Akama und Maladar. Euch viel Glück. Vielen Dank. Euch auch. Und überrenn mich nicht. So. Wo ist das eine, wo ist das andere? Ich glaube, ich will aber erst den da. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das schneller geht. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so, aber... Ne, irgendwie... Wow! Nicht weinen. Wir werden es schon schaffen. Wir sind die Augen des Propheten. Verwendet die Schimmerpilze. Zu meinem Schutz. Okay. Hallo. Die Naru haben uns nicht vergessen. Meine Nase juckert. Wer bist denn du? Irgendwie. Gehabt euch wohl. Ich soll einen makellosen was auch immer suchen. Wie war das denn noch gleich? Hatte ich nicht irgendwas bekommen? Ach nee, ich sollte diese komischen Pilze nehmen.
glaube ich. War das nicht irgendwie so? Hier waren noch Pilze. Bin mir sicher. Und dann musste ich die aufheben? Oh, Leder. Nein! Schnell! Bevor sie vergeht. So. Ah, hier ist so ein Pilz. Schnell tot machen. Ich muss hier Pilze sammeln. Beziehungsweise Sporen. Wie lange hält das mit den Sporen eigentlich? Nicht lange. So. Schnell. Ich soll nämlich 12 Stück einsammeln. 12 ist eine beachtliche Menge. Schnell. Lass dich doch einsammeln. Boah, Hilfe. Ich werde bespohrt. Jetzt bist du schuld. Den hätte ich locker easy peasy mitnehmen können. So. Jetzt habe ich dich weggelasert. Jetzt werde ich dich erschießen. Makelloser Sporenstachel. Den werden wir schon kriegen. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Das werden wir schaffen. Jetzt muss ich erstmal wieder diese komischen Dings suchen. So ein Pilz. Da hinten ist einer. War hier vorne noch einer? Nein, da hinten ist. Hä, wieso muss ich schwimmen? Wasch. So. Schnell. So, aber da hinten ist noch ein Pilz. Das macht nix. Hä? Naja, egal. Jetzt nehmen wir dich noch mit. Und dich. Jetzt haben wir nur noch ganz wenig Zeit. Ich hatte hier noch einen Pilz. Da ist noch ein Pilz. Dich schnitzeln wir jetzt nochmal ganz schnell. Und sammeln dich noch schnell ein. So. Oh, Level 91. Das klingt gut. So. Wie sehe ich überhaupt aus? Sieht total komisch aus. Komm schon, schnell! Ich will dir noch einsammeln. So, jetzt haben wir noch zwei Stück. Zwei Spürchen, Öhrchen. Das ist ein Haustier Level 25. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich über einige Sachen gehe, wird das normalerweise unten rechts angezeigt, wer wie was das ist. Aber irgendwie passiert da gerade nichts. Mein Aufnahmeprogramm mag das bestimmt gerade aktuell nicht. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich sehe komisch aus. Warum? Oh, hübsch. Oder auch nicht. Wie man es will. Wie viele Sporen brauchte ich nochmal? 2. Diese komischen Dinger brauche ich eigentlich auch nicht mehr töten. Aber da hinten sind noch ein paar Spürchen, Öhrchen. Ich habe kein Ziel. Kein Ziel am Busch. Macht nichts. Ich hole mir jetzt noch schnell diese eine kleine Spore. So. Und jetzt können wir spielen. So. Passt schon. Ich wollte nicht totstellen. So. Oh, du bist echt tanky. Du bist böse. Kann ich noch nicht wirken? Ach ja. Mein Tier ist tot. Alter, was habe ich mir hier ausgesucht? Ich lerne da ja nicht raus, ne?
Naja, wird schon gehen. Irgendwie meine Kopfhörer drücken. Ist nicht schön. Ich bleib jetzt gechillt liegen.